Hallöchen, liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen in der Vergangenheit. Ja, wir schauen uns heute gemeinsam mal meine gelesenen Bücher aus August an. Und ich habe mir diesmal etwas anderes überlegt und bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, die ihr mir hoffentlich in den Kommentaren dalasst oder mit einem Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Denn ich habe diesen Monat immer ziemlich aktuell nach Beendigung des Buches eine kurze Meinung über das Buch, was ich eben gerade gelesen habe, gedreht. Und das heißt, ihr seht mich jetzt an unterschiedlichsten Stellen mit zu unterschiedlichsten Tageszeit geschminkt und ungeschminkt, zu allen Varianten. Ich hatte ja davon auch 3 Wochen Urlaub. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, einfach so die echten Jetzt-Gefühle nach dem Beenden des Buches so aufzunehmen. Bin jetzt auch gespannt beim Schneiden, ob ich jetzt immer noch so über die Bücher denke. Aber ich bin sehr gespannt. Es sind 15 Bücher im August geworden. Ich glaube, es ist aktuell Rekord. Klar, 3 Wochen Urlaub, 2 Wochen davon um die 35, 38 Grad. Wir lagen ja nur in der Sonne und haben gelesen. Ein bisschen Musik gehört, aber da bekommen, also ich persönlich bekomme da wirklich viel Geschichte rein, viele Bücher und ich habe auch 3 Monats-Highlights, also wie man sieht, ich konnte mich echt nicht entscheiden. Ich habe 3 Bücher rot markiert. Es war auch, wie schon die Neuzugänge, sehr E-Book-lastig, aber ja, jetzt ganz kurz vielleicht zur Statistik. Ich habe insgesamt 15 Bücher gelesen mit 5493 Seiten, also doch eine ganze, ganze Menge. Und auf den Tag gerechnet sind es dann knapp 178 Seiten. Also ich finde, für einen Monat, natürlich man hatte Urlaub, absolut in Ordnung. Ich bin sehr, sehr happy über jede gelesene Seite und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video, bei den Videoausschnitten. In den Monat bin ich gestartet mit dem Buch von Maike van den Boom. Wo geht's denn hier zum Glück? Hierbei handelt es sich um keinen typischen Roman, sondern eher um eine Sachgeschichte eben auf der Suche nach dem Glück. Erschienen im Krüger Verlag, von diesem wurde mir das Buch auch zur Verfügung gestellt. Das Buch kostet regulär 18,99 € in Deutschland und hat, ich glaube, etwas über 350 Seiten, verschätzt. Ich fand das Cover sehr, sehr schön, hat mir gut gefallen mit diesem pinken Kreis. Ich bin auf das Buch hier aufmerksam geworden über eine Empfehlung in einer meiner Mindstyle-Magazine und habe das Buch dann einfach mal beim Krüger Verlag angefragt. Es kam okay und dann hat es kurze Zeit gedauert und dann war das Buch auch schon da. Das Buch hatte mich einfach interessiert, weil ich mich ja doch so ein bisschen mit der Glücksfindung, das klingt so ein bisschen doof, aber einfach so beschäftige, was macht andere Menschen glücklich, um daraus auch so ein bisschen neue Inspirationen zu ziehen, was mich in meinem Leben glücklich macht. Und damit beschäftige ich mich, ich sage jetzt mal, seit Anfang letzten Jahres doch schon ein bisschen intensiver und gerade nach den sehr, sehr dunklen und harten Wochen und Monaten Anfang des Jahres einfach so sauge ich alles Positive so ein bisschen auf. Bei dem schönen Wetter aktuell, meine Katze, die hier wieder rumkratzt, ist es natürlich nicht schwer, dass man glücklich ist und sich gut fühlt. Aber man nimmt natürlich aus so einem Buch auch viel mehr mit. Aber um was geht es denn in dem Buch? Bei Maike van den Boom, die ging wirklich auf die Reise in 13 Länder. Um in diesen Ländern zu erfahren, warum die Menschen da sehr glücklich sind. Und zwar war sie in Panama, Island, in der Schweiz, in Finnland, Dänemark, Schweden, Australien, Luxemburg, Mexiko, Norwegen, Kolumbien, Costa Rica und Kanada. Und was einem da echt auffällt, ist, dass da sehr viele oder gleich alle skandinavischen Länder dabei sind. Sie selbst hat diese Länder ausgewählt, weil sie eben die glücklichsten Länder sind in dieser Umfrage, die es da, glaube ich, jährlich einmal irgendwie gibt. Und sie hat die Menschen dort eben gefragt, was macht euch glücklich? Warum seid ihr ein glückliches Volk? Warum seid ihr glückliche Menschen? Und warum habt ihr euer Land ja im Grunde als glücklichstes sozusagen dargestellt? Und sie hat natürlich dann auch gefragt, was die Leute denken, woran es liegt, dass die Deutschen so weit hinten liegen und woran das eigentlich liegt, weil eigentlich geht es uns Deutschen ja relativ gut. Maike van den Boom selbst ist halb Niederländerin, halb Deutsche und musste wohl bei vielen doch den Kopf nicken. Und man hat da schon ein bisschen herausgehört, woran es liegt. Und ich musste da auch bei vielen Stellen unglaublich lachen. Ich musste ganz oft nicken und denken, so ticken wir Deutschen wahrscheinlich wirklich in der Überzahl.
weil es uns natürlich auch einfach so vorgelebt wird und so vorgegeben wird, wir werden so erzogen und uns geht es natürlich ganz anders als jemanden, der in Mexiko lebt, ganz klar, da gibt es ganz andere Prioritäten und was man bei allen sehr viel herausgehört hat, war einfach, wie wichtig Familie sind, Freunde sind und einfach, dass man ja sich die Einstellung nimmt und sagt, ich bin jetzt einfach glücklich und dass das eben auch schon der Schritt ist. Ich fand das ein ganz, ganz tolles und inspirierendes Buch. Es hat mir viele lustige Momente gegeben, sehr viel, wo ich wirklich innegehalten habe und dachte, ja, da ist was dran. Und ich möchte das ein oder andere auf jeden Fall in mein echtes Leben dann nach dem Urlaub mitnehmen, weil ich glaube, dass es wirklich viel Wahres dran ist, wie einfach die Grundeinstellung ist. Und wenn man pessimistisch durchs Leben geht, dann kann einem nicht so viel Positives passieren und natürlich auch umgekehrt. Und warum sollten wir nicht einfach mal versuchen, glücklich zu sein? Und der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und es gibt ja auch den sehr, sehr weisen Spruch von Buddha, der gesagt hat, es gibt keinen Weg zum Glück, Glück selbst ist der Weg. Und ich glaube, daran ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ich danke nochmal dem Krüger Verlag für die zur Verfügungstellung des Buches und es war ein guter Start in den Monat. Beim zweiten Buch in diesem Monat handelt es sich um einen Self-Publisher, der uns allen, denke ich, bekannt ist. Unter dem Namen Revido Libro hat er selbst einen BookTube-Kanal, natürlich in der Infobox. Und er hat sein erstes richtiges Buch, den Auftakt einer Reihe der Frauengold-Reihe herausgebracht. Es geht um Bronzehaut von Andrea Stutter. Ja, ich war total happy, als ich die Anfrage von Ihnen über Facebook bekommen habe, ob ich gerne das Buch von ihm lesen möchte. Irgendwie ist der Erscheinungstermin an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung, woran das lag. Obwohl ich eigentlich heißsehnlichst darauf gewartet habe, denn ich mag den Fantasy-Geschmack von Andy wirklich sehr und mag auch seine Videos und bin da immer wieder begeistert, was er für Videos so macht und wie er das rüberbringt. Und ach Anni, ich mag dich einfach und deine Videos und ich danke dir wirklich von Herzen, dass ich das Buch lesen konnte. Erschienen ist das Buch am 1. Juli im Spielberg Verlag. Es hat 317 Seiten und kostet als E-Book 4,99 € und ist auch als Taschenbuch über die Verlagsseite für 13,90 € zu erwerben. E-Book geht natürlich super schnell und das ist wirklich einer der großen Vorteile, wie ich finde, von einem E-Book-Reader. Habt auch bestimmt schon dann gesagt, werde also natürlich unten in die Infobox verlinken. Um was ging es in diesem Buch? Es geht um fünf Charaktere, aus deren Sicht wir am Anfang alles so ein bisschen gemischt erleben. Also wir haben verschiedene Perspektiven. Wir sind in einer Fantasy-Welt mit sehr viel Spannung und so ein bisschen Thrill. Und wir lernen Lyria und Zenon kennen. Das sind Freunde, die irgendwann auch von einem Spaziergang zurückkehren und merken, dass ihr Dorf überfallen wurde, es viele Tote gibt, keine Überlebenden und das Dorf im Grunde auch am Abbrennen ist. Das gleiche Schicksal trifft Kyrina. Sind das nicht wunderbare Namen? Ich bin total begeistert. Und habe das Buch erst beendet. Ich bin nur voll drin. Und auch Kyrina hat dieses Schicksal ereilt, dass ihr Dorf vernichtet wurde und sie sich gerade noch so in Sicherheit bringen konnte auf Reisen. Gegangen ist, auf Flucht gegangen ist. Sie wollte unbedingt im nächsten Dorf Bescheid geben, was passiert ist. Finn ist der vierte Protagonist. Er ist der Prinz des Königreiches, beziehungsweise mittlerweile König, weil sein Vater eben verstorben ist. Er hat eine sehr böse Mutter, die scheinbar von irgendetwas besessen ist, denn sie ist nicht mehr so, wie sie Finn in Erinnerung hat, als er selbst ein Kind war. Und er ist mit den Entscheidungen, die seine Mutter trifft, nicht einverstanden und kann mit den Entscheidungen auch nicht leben, sodass er sich auch auf dem Weg macht, in Flucht begibt und aus dem Königreich verschwinden möchte und unterwegs auf Censo trifft, der irgendwie so eine kleine Vorhersehung hat, dass er im entscheidenden Moment das Richtige tun sollte und er begleitet König oder Prinz Finn auf den Weg. Alle fünf treffen sich an einem Ort und erfahren da etwas über ihre Kräfte, die in ihnen schlummern. Denn sie haben alle elementare Kräfte, die sie einsetzen können und müssen, um das Böse, was auf dieser Welt jetzt eben gerade ist, um dann auch zu vernichten. Und ganz schnell wird klar, dass Finns scheinbare Mutter sozusagen, also es ist seine Mutter, aber die eben irgendwas Dunkles in sich trägt, das Böse schlechthin ist und es beginnt eine Reise. Und durch eine wunderbare Fantasy-Welt und damit gar nicht so viel zur Handlung.
Denn allein diese tollen Charaktere, die Andy geschaffen hat, die ineinander so toll reinspielen, die mich so überzeugt haben, die tollen Namen, die tolle Fantasy-Umgebung, die er erweckt hat und wirklich zum Leben erweckt hat und die mich gefesselt hat, gepackt hat, und ich habe diese 317 Seiten wirklich verschlungen. Ich konnte sie nicht weglegen. Ich war so drin. Ich liebe Fantasy. Es hat so einen Hauch von Dystopie, aber nur ganz leicht. Das ist halt eine dunkle Fantasy-Welt, in der diese Filme sich auf dem Weg machen, mit Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet habe, einem Ende, das Tränen gekostet hat und jetzt natürlich einen mit Spannung zurücklässt. Wie wird es weitergehen? Denn es wird ja einen zweiten Teil geben. Und es hat mich gepackt, geflasht, begeistert. Es ist ein absolutes Monatshighlight jetzt schon, weil ich glaube, da kann ja fast kein Buch nachkommen. Und es wird auf jeden Fall ja zu einem Jahreshighlight, wenn ich so rückblickend gucke, welche Bücher ich gelesen habe. Ich denke mal so unter den Top 5 oder Top 10 gibt es ja bei mir in der Regel dann immer im Jahresrückblick. Da wird sich Andy auf jeden Fall wiederfinden, weil es wirklich ein Buch war, was mich mitgenommen hat. Und ich liebe Fantasy. Ich liebe es, wenn Namen verwendet werden, die so außergewöhnlich klingen. Und Andy, du hast einfach alles richtig gemacht. Alle Daumen hoch, alle Sterne, die es gibt auf der Welt für dich. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und finde es toll, dass mich dieses Buch so Anfang des Monats so direkt begeistert hat, in den Urlaub mitgenommen, an dem ich ja bin. Und also ich mich hier aktuell befinde. Und ja, einfach hin und weg, super gemacht. Und ja, absolute Empfehlung von mir. Als drittes Buch habe ich eben Another Day in Paradise von Laura Newman beendet. Hier, ja, durfte ich zusammen mit Lotta und Tobi Test lesen. Und ich möchte gar nicht allzu viel verraten, weil es ja, ja noch gar nicht erschienen ist und noch so in der Bearbeitung ist und in der Überarbeitung. Es ist ein sehr, sehr gelungenes Abenteuer mit Zombies, einem apokalyptischen Weltszenario, tollen Charakteren und ja, man hat sich sofort in diese Geschichte hinein gespürt, gelesen, und man war drin und man war dabei auf dieser Reise in Texas und ja, mit Menschen, die einfach an der Verzweiflung sind, die nicht wissen, was mit ihnen geschehen ist oder mit der Menschheit geschehen ist, warum es hier infizierte Zombies gibt, beziehungsweise Deadheads, die so heißen die bei Laura im Buch. Und ja, auch wieder dieses gemeinsame Lesen, dass man sich über Anmerkungen auch mit Laura austauschen kann. Das, ja, ganz, ganz toll. Es hat wieder unglaublichen Spaß gemacht. Auch die Geschichte, vor der ich ja wirklich ein bisschen Angst hatte, weil ich dachte, ich bin jetzt ja kein Zombie-Buch-Leser bis jetzt. Ich habe auch keine große Serie oder sonstiges mir in diese Richtung angeguckt. Klar habe ich früher mal so einen klassischen Zombie-Roman gelesen oder auch so Die Nacht der lebenden Toten oder wie das irgendwie hieß und solche Sachen. Also so Splatter-Filme nennt man das heute noch so. Und ja, natürlich hat man das geguckt, wenn da wirklich die Zombies so à la Thriller von Michael Jackson herlaufen. Hier drin bei Laura ist das aber einfach ein bisschen anders und es hat mich ja, beruhigt und gefreut, dass ich auch mit der Geschichte was anfangen kann und sogar noch mehr es mich wirklich gepackt hat und begeistert hat. Und ja, wir dürfen da alle auf ein tolles neues Buch von Laura gespannt sein und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich es testlesen durfte und auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Laura. Wohin du auch gehst von Laser Raven. Ein Buch, das mir vom Fischer Verlag unangefragt zur Verfügung gestellt wurde, was in einem ganz, ganz tollen goldenen Umschlag kam. Ich hatte vorher noch nichts von dem Buch gehört, auch im Englischsprachigen ist es mir nicht so direkt aufgefallen. Im Englischen ist es Bad Romeo und Broken Juliet ist der zweite Teil, den es auch bei uns, glaube ich, ab Herbst geben wird. Und der heißt dann Ich werde immer bei dir sein. In dem Buch ja, geht es um Kathy und um Ethan. Und beide sind auf einer Schauspielschule. Kathy ist anfangs 18 und wird dann innerhalb der Geschichte 19. Sie ja, hat noch nicht so die richtige Liebe gefunden, auch noch nicht den Mann, den sie für ihre ersten sexuellen Freuden benötigt, ist allerdings doch eine ganz wilde, und das würde ich jetzt wirklich so sagen, weil sie eigentlich teilweise nichts anderes im Kopf hat als irgendwelche erotischen Vorstellungen von ihren Ethan. Beide ja, hadern so ein bisschen miteinander, es fliegt zwar so der Funke über, aber er ziert sich ein bisschen und ist der Meinung, er möchte halt nicht, oder er ist nicht gut genug für sie, er möchte, ja, er ist ein bisschen verkorkster.
Er möchte da nicht ihr erster Mann sozusagen sein. Und dann geht halt das Geflirte hin und her. Dann geht es immer wieder auseinander. Und am Ende ist es halt dann wirklich auch so, dass wir zwei verschiedene Perspektiven haben. Die Jetzt-Perspektive, was 2013 ist. Und wir erfahren eben auch, was 2017 passiert ist. Und dadurch erfahren wir, Mensch, es lief scheinbar 2007 doch ein bisschen mehr. Weswegen Ethan jetzt 2013 doch wieder probiert, bei ihr zu landen. Und ja, diese Zeitsprünge fand ich ganz angenehm, man konnte denen sehr gut folgen. Ich fand auch teilweise durch die Dialoge sehr lustig, sehr spritzig, sehr frisch, sehr modern, hat mir doch Spaß gemacht. Aber dann kam halt wirklich diese Jugendsprache so ein bisschen durch mit ja, Hauptwörtern, mit ständigem Gefluche. Und mir persönlich war Cassie zu anstrengend. Die hatte ja wirklich nur Sex im Kopf und hat Ethan auch teilweise so bedrängt, dass ich dachte, wenn die Rolle umgekehrt wäre, dann würden wir Ethan alle nicht mögen. Dann wäre Ethan wirklich der Bad Boy und so war eigentlich sie eher die, die ständig hinter diesem Sex hinterhergelaufen ist, ihn ja fast schon angebettelt hat. Und das war auch einfach alles so unrealistisch. Also mir war Cassie in diesen Momenten einfach total absurd, total abstrus. Und für jemanden, der noch keine Erfahrung hat und also ich weiß nicht, ich fand das einfach, das hat einfach nicht zusammengepasst. Mich hat diese Geschichte der beiden auch sehr an Bella und Edward aus Twilight erinnert. Ich habe das auch in der Rezi erzählt, weil ich wirklich fand, das war ja auch immer so, dass Bella immer mehr wollte und ja, Edward sich ja nie für gut genug für Bella hielt und dass er bis zum Ende sozusagen ja, ausgeholt wurde. Und so ähnlich kam es mir hier drin auch vor. Und auch wie Bella war, ist Cassie eine sehr naive. Ach ja, also ich fand, konnte mit ihr nicht allzu viel anfangen. Und auch wie dann diese teilweise erotischen oder anfänglich erotischen, also es ist ja ein Jugendroman, würde ich sagen, wie das dargestellt wurde, war für mich noch unrealistischer. Also ich, da konnte ich gar nicht, da stand ich wirklich kopfschüttelnd vor diesem Buch und dachte, das waren wirklich so 4-5 Stellen, wo ich dachte, liest du weiter? Und ja, ich habe es natürlich dann gelesen. Ich fand es auch wirklich vom Fluss her und vom Weglesen wirklich sehr gut. Man kam gut durch das Buch, aber halt diese speziellen Szenen, die fand ich einfach nicht so gelungen. Es ist auch nicht mein Genre, das einfach auch mal vielleicht noch mit hinzugefügt. Das wäre jetzt kein Buch gewesen, das ich mir von mir aus ausgesucht hätte. Aber nichtsdestotrotz, es war ein gutes Buch. Wer sowas mag, wer so ein bisschen ja, sexy, erotisch angehaucht etwas lesen möchte, der ist, denke ich, hier nicht verkehrt. Aber für mich, ich weiß auch nicht, ob es der zweite Teil bei mir wird. Aber nicht unser Verstand entscheidet, wer unsere Seele berührt, sondern unser Herz. Das ist ein wunderbares Zitat aus dem E-Book, das ich beendet habe, von Emily Jonas, Moschusfieber. Ein Buch, das mich sehr berührt hat, mich sehr ergriffen hat und mich wirklich ja, wieder an meinen Hashtag Soulmate, meinen Seelenverwandten, glauben lässt. Das neue Buch von Emily Jonas geht um Laura. Sie ist Ende 30. Ihre Tochter macht sich gerade auf den Weg zur Universität und ihr Mann hat schon seit längerer Zeit eine Affäre. Und sie möchte mehr vom Leben als nur die Ehefrau sein. Sie begeht eine Reise in die Nachbarstadt, sucht sich einen Job, trennt sich vorerst von ihrem Mann und macht sich auf die Suche danach ihrem Soulmate, nach Andy oder Andy, den sie ja im Traum immer wieder begegnet. Und sie umgibt sich mit tollen Menschen, die ihr auf ihrem neuen Weg ja ganz viel Gutes bringen, ganz viel Positives rüberbringen und die sie einfach stärken. Und Laura wächst an sich selbst, nimmt das Leben selbst in die Hand und will ja einfach glücklich sein. Ein tolles Buch, das mich unglaublich berührt hat, gefesselt hat, begeistert hat, mich auch zu Tränen gerührt hat. Ich konnte Laura so gut verstehen und ja, auch die Charaktere drumherum waren alle so realistisch. Sie haben sich toll gesteigert, haben eine tolle Entwicklung mitgemacht. Es war ein ganz, ganz tolles Buch. Also es hat mir unglaublich gut gefallen und Emily Jonas hat es hier einfach wieder geschafft, Charaktere auch wirklich zu entwickeln, mit denen man gerne mal an einem Kaffeetisch sitzen möchte. Oder man hat den Eindruck auch, man sitzt mit ihnen und bekommt da einiges an Infos erzählt und es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe das unglaublich gerne gelesen. Ich habe es ratzfatz durchgelesen, als ich angefangen habe
Und ich fand es wirklich sehr, sehr gelungen. Danke, Emily, für ja, das tolle Buch. Nicht nur, dass ich es ja, als Rezi-Exemplar lesen durfte, sondern dass du es auch geschrieben hast. Und ich ja, kann es absolut nur empfehlen. Immer wieder du von Paige Thun. Zu Paige Thun bin ich vor, vielleicht so 3 Jahren gekommen und habe nach und nach mir alle ihre Bücher gekauft und habe sie bis jetzt auch alle durchweg gelesen. Immer wieder du ist gar nicht das Neueste, es lag jetzt schon eine ganze Weile aus irgendeinen unerfindlichen Gründen auf den Sub. Ich glaube, das hatte ich mir dann mal bei einer Rebuy-Bestellung irgendwann mitbestellt und dachte jetzt im Sommer, ja, es ist jetzt mal soweit, greif wieder zu einem Paige Thun und das ist für mich auch immer so ein bisschen Leichtigkeit, dadurch, dass die Geschichten sehr oft in Australien spielen und so auch diese. Wir erleben hier Lily, die von ihrem Freund Richard gefragt wird, ob sie ihn heiraten möchte und innerlich ja, ist sie da nicht so ganz davon überzeugt, weil sie an Ben denkt, den sie vor 10 Jahren als Jugendliche kennengelernt haben, als sie in Australien angekommen ist, mit ihm ja diese schwere Eingewöhnungszeit ja ein bisschen erleichtert bekommen hat. Das Problem bei Ben war aber, dass er 12 Jahre älter ist wie sie und sie war damals 15, 16, er 28 und hat sie halt eher schon wie so eine kleine Schwester anfangs betrachtet, doch man spürte zwischen den beiden ist schon irgendwie ein Funke. Und ja, Lily konnte ihn eben nicht vergessen und er hadert jetzt eben mit sich und Richard und ja, wir erfahren in dem Buch erst, was 10 Jahre vorher passiert ist, also die Kindheits-Jugendlich-Erinnerung sozusagen von Lily, Ben, wie es mit ihrer Mutter war, dem Stiefbruder Josh und dass sie in einem Wildpark arbeitet in Australien, dort auch ein Koala-Baby rettet und sehr, sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann sind wir in der Jetztzeit sozusagen 10 Jahre später und stehen eben in dem Leben von Lily drin, mit Richard, auch andere Protagonisten aus anderen Büchern, wie zum Beispiel Lucy aus Lucy in the Sky, finden sich hier wieder ein. Und die Geschichte hat mich wieder mitgenommen. Ich fand es wieder wunderschön, ich fand die Gefühle toll, wie Paige Thun sie beschreibt. Ich fand Dialoge toll, ich fand Gedankengänge toll, ich fand es toll, wie die Leute ja, miteinander wachsen, miteinander umgehen und halt wirklich auch so ja, die Gefühle, die es eben im wahren Leben einfach auch gibt, hier eben in so einem wunderbaren Büchlein dann eben auch verpackt. Ich hatte sehr großen Lesespaß bei großer Hitze, man hat es eigentlich nur draußen ausgehalten zu lesen und mir hat es unglaublichen Spaß gemacht. Das ist wieder ein Paige Thun, wie ich ihn liebe. Was ich ein bisschen schade hier fand, ist, dass der Rückblick diese 10 Jahre vorher so viel Zeit eingenommen hat und dafür, dass jetzt sozusagen fast ein bisschen kurz gekommen ist. Es ging am Ende dann doch sehr, sehr schnell. Das hätte man vielleicht ein bisschen ausgeglichener machen können. Aber Paige Thun, jeder, der solche Romane mag, der Frauenromane gerne liest, also jetzt nicht diese klassischen, sondern wirklich mit Humor, mit Witz, mit Frische, modern, der ist bei Paige Thun auf jeden Fall immer wieder richtig und war ein ganz, ganz tolles Buch. Eine Liebe zwischen den Zeiten von Sabine Neufer, erschienen im Dot Books Verlag. Dort habe ich ihn auch bei einer Aktion, glaube für 1,99 gekauft. Aktuell, glaube ich, liegt er irgendwo bei 5, 6 Euro. Gibt es auch über Amazon, wenn ja, jemanden das Buch interessiert. Mir wurde es empfohlen von Jasna, einer Zuschauerin und auch ja, Instagram mit Gefangene sozusagen, weil ich ein großer Zeitreisen-Fan bin und auch so eine Liebe zwischen Zeiten spielt eben auch in der heutigen Zeit und 1938. Wir lernen Lea kennen, die ist Journalistin, ist verlobt und lebt in London und sie erbt von ihrer Großmutter in Deutschland, genau gesagt in Braunschweig, ein Haus. Um dort eben alles abzuwickeln, reist sie auch nach Braunschweig und entrümpelt erstmal das Haus und macht dann über einen, durch einen Schuppen im Haus, macht sie einen Zeitsprung ins Jahr 1938 und läuft da dem Arzt Daniel über den Weg, Daniel wahrscheinlich, über den Weg und auch seiner Tochter Miriam und stellt dann fest, oh, ich bin hier 1938 und ich bin bei einem jüdischen Arzt. Sie sucht dann bei einem, oder dem besten Freund ihres Vaters, einem Neurologen oder Psychologen, sucht sie dann Rat und der hält es gar nicht so wie unlogisch, dass es Zeitreisen tatsächlich gibt. Er hat auch Berichte dazu und hofft, dass diese Tür in die Vergangenheit länger auf ist. Und Lea möchte das auch, denn sie empfindet ein bisschen was für Daniel und bei jedem Besuch wird es mehr
Und als sie sich da natürlich im Klaren ist, sie ist hier 1938 in Nazi-Deutschland, spürt das auch am eigenen Leib, was in diesem Land vor sich geht, was manche Deutsche denken, was manche Juden darüber denken, und möchte sie der Familie eben gerne helfen. Denn nicht nur Daniel ist ihr ans Herz gewachsen, sondern auch seine Tochter Miriam und deren Tochter. Und ja, sie möchte da einfach irgendwie die Vergangenheit ändern. Ich muss gestehen, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, als im Klappentext stand, sie reist ins Jahr 1938, dass das irgendwas mit Nazi-Deutschland zu tun haben könnte. Bin ich ganz ehrlich, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Habe dann, als ich merkte, in welche Richtung es geht, wirklich auch überlegt, willst du das lesen? Und als, weil ich, ja, ich habe schon relativ viel, ich sag mal so ab 16, 17 bis Anfang der 20, sehr viele Biografien, sehr viele Tatsachenbücher, sehr viele Romane über den Zweiten Weltkrieg gelesen, weil ich mir irgendwie ein Bild machen wollte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann auch mal gut gewesen, denn man sollte sich nicht immer zu intensiv mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern auch einfach mal in der Gegenwart bleiben und in die Zukunft blicken. Und ich habe da sehr viel mitgenommen und dachte halt dann auch noch, als es weiterging, dass sie sich in Daniel, dem jüdischen Arzt, verliebt, dachte ich, wofür das hin, wie dramatisch wird das, und habe da schon so mit gemischten Gefühlen dann gelesen, weil wir alle wissen, was natürlich mit einer Vielzahl der jüdischen Bevölkerung damals in Deutschland passiert ist. Und es war dann aber anders. Es war ein wunderbarer Roman, er war sehr locker, trotz des ernsten Themas. Man hat gemerkt, dass die Autorin sich bemüht hat, es nicht zu dunkel werden zu lassen. Es hat natürlich diesen Einfluss von außen, dieses Nazi-Deutschland, die Nazis, die dann auch auftauchen. Und man hat da schon das Gefühl, man steckt drin. Aber Lea schafft es immer wieder so, zu versuchen, was zu verändern, es besser zu machen, zu überzeugen, dass sie flüchten, dass sie irgendwo anders hingehen, nicht in Deutschland bleiben. Sie kann natürlich nicht zu viel verraten, weil ja, sonst müsste sie sich ja outen, was sie ist, und sie bemüht sich um alles, und es ist wunderbar, sie ist an keinster Stelle kitschig. Lea ist super nachvollziehbar, was sie alles tut, wie sie denkt, wie sie damit dahinter steht, was sie da alles macht. Sie wird super sympathisch, auch Daniel und seine Tochter Miriam finde ich super, also gerade Miriam ist mir sehr ans Herz gewachsen. Der gute Freund ihres Vaters, ich glaube Karl hieß er, war auch, ja, er war einfach so eine ganz spezielle Marke, und das heißt wirklich, dann mit dem Ende der Geschichte war es einfach rund. Es war perfekt. Es war ein ganz, ganz toller Zeitreiseroman. Und auch mit der Düsternis des Nazi-Deutschlands war es sehr, sehr gelungen. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, war mal einfach wieder so ein Zeitreise-Feeling, in das ich gerne eingetaucht bin. Und ja, war was wirklich gelungen war. Und wer sowas mag und sich vielleicht auch einfach mit der Thematik des Zweiten Weltkrieges immer mal wieder gerne in Büchern beschäftigt, der ist bei einem Liebe zwischen den Zeiten auf jeden Fall richtig. Und vom Heine Verlag habe ich das E-Book bekommen, Die 100 von Cass Morgan. Es läuft ja aktuell auch die Serie auf Pro7. Ich habe hier bisher leider nur die ersten 3 Folgen gesehen und wusste gar nicht, dass das auf ein Buch sich irgendwie bezieht, bis ich dann irgendwie beim Blättern auf dem Bloggerportal von Random House entdeckt habe, dass es dazu ein Buch gibt und ich einfach mal so frei war, das auch anzufragen, denn mir hat doch die Serie so vom Typus her sehr gut gefallen. Ich mag ja Dystopien, diese Science-Fiction-Vorstellung in diesem Fall, dass es einen atomaren Kollaps gegeben hat auf der Erde und die Menschen ins All geflüchtet sind. Es herrscht in diesem All eine sehr strenge Regelung, was zum Beispiel Kinderkriegen angeht. Es gibt nur diese ein Kind pro Paar Regelung, wie man sie ja zum Beispiel auch aus China kennt. Allerdings ist es halt dann auch wirklich hier, dass nur genehmigte Paare Kinder bekommen dürfen. Es sind sehr strenge Regelungen, wenn man außerhalb dieses Gesetzes dann wirklich handelt. Also es geht im All schon sehr düster zu, sehr harte Gesetze, sehr harte Strafen. Zum Beispiel ist es so, dass wirklich Verbrecher nicht in Gefängnis gebracht werden, sondern umgebracht werden. Also eine Todesstrafe bekommen, weil man eben einfach nicht den Platz hat, die Ressourcen hat, um Sträflinge zu versorgen. Bei Jugendlichen unter 18 ist es so, dass man die nicht hinrichtet, sondern die bis zu ihrem 18. Geburtstag im Gefängnis, im Arrest sitzen lässt und dann nochmal neu über die Strafe verhandelt.
Und so finden sich, ja doch, ich glaube eben 100 gefangene Jugendliche, die man auf die Erde schicken möchte. Ich glaube nach 300 Jahren der Zeit Null. Und da eben ausprobieren möchte, können wir denn mittlerweile auf der Erde leben? Denn was den Leuten auf den Schiffen nicht so bewusst ist, ist, dass es halt wirklich nur begrenzt Ressourcen gibt und irgendwann eben sowohl Luft wie sonstiges einfach verloren geht. Und wir verfolgen eben drei Leute auf die Erde. Einmal Clark, die ihre Eltern sehr, sehr unter sehr, sehr schweren Bedingungen verloren hat, die an Experimenten, tiefer möchte ich vielleicht über die Experimente gar nicht sprechen, aber die Experimente durchgeführt haben am Schiff, wofür sie bestraft wurden. Ihr früherer, sehr intensiv liebender Freund Wells, das ist der Sohn des Kanzlers, der sich ein bisschen bei Clark unbeliebt gemacht hat, der mitgeht, also der eine Straftat begeht, um dahin zu kommen, weil er von seinem Vater natürlich weiß, was da geplant ist. Wir begleiten auch Bellamy, der seiner Schwester Octavia folgt. Sie selbst ist wegen Diebstahl in den Arrest gekommen und er möchte sie einfach beschützen. Geschwister sind etwas Unmögliches eigentlich im All, denn man darf eben nur ein Kind haben und Bellamys Mutter hat Octavia eben versteckt irgendwann hat er sie eben einfach immer wieder beschützt und sie sind im Waisenhaus gelandet und er möchte sie auch auf der Erde beschützen. Und dann verfolgen wir noch Glass, die flüchtet sich wieder zurück auf ihr Raumschiff, ist eigentlich auch eine Gefangene und so erleben wir eben ein bisschen diesen Perspektivwechsel zwischen den vier Leuten und wir erfahren eben, was geht gerade auf dem Schiff vor, was geht auf der Erde vor, was die Sache wirklich interessant macht. Auch die Perspektivenwechsel waren sehr gelungen, wie ich finde. Man wusste immer, wer man ist, wo man ist, mit wem der gerade spricht. Fand ich sehr, sehr gut. Da habe ich ja immer mal meine Probleme, wenn das nicht klar so ein bisschen dargestellt ist. Das hat hier aber Cass Morgan sehr, sehr gut gemacht. Es war eine sehr interessante Vorstellung, dieses atomare Katastrophe auf der Erde und man flüchtet ins All. Die Idee finde ich sehr gut. Ich glaube auch wirklich, dass man dann im All, wenn man denn hier die Menschheit retten möchte, die Spezies sozusagen, dass man dann wirklich so harte Regeln hat. Das glaube ich. Und deswegen war das schon ein sehr düsteres Zukunftsvariante, die es gibt. Sie ist aber definitiv vorstellbar. Das mit den Jugendlichen, dass man die einfach auf die Erde schickt, das Buch hat mich unglaublich an Lost erinnert. Das war ja das, wo das Flugzeug abgestürzt ist auf eine Insel und man dann auf dieser Insel eben versucht hat, sich ein Leben aufzubauen mit sehr mysteriösen Einschlägen. Das Mysteriöse ist hier so ein bisschen vorhanden, hier geht es aber glaube ich schon eher um die Tiefen des Menschen, zu was ist jemand möglich, was kann der tun, was kann der treiben, was geht in den Köpfen vor, wie ist das, wenn man jugendliche Strafgefangene loslässt. Ich meine, das sind ja wirklich Täter dabei, nicht einfach nur jemand, der Diebstahl begangen hat, sondern man geht ja auch davon aus, dass da vielleicht Mörder oder sowas dabei ist, was man ja jetzt noch nicht weiß. Was ich sehr spannend fand, waren wirklich so ein bisschen diese leichten Abgründe, die angedeutet wurden. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Kontra. Mir war es alles zu oberflächlich, mir war es teilweise zu langweilig, mir war es teilweise einfach zu unspektakulär, zu wiederholt. Also man hat das Gefühl, man liest dieses Buch und man weiß, was im Grunde schon passiert, was wohin führen wird. Und das fand ich sehr, sehr schade. Es war wirklich manchmal einfach so ein bisschen, hat es an Spannung gefehlt. Es war ein bisschen sehr, also es war gut geschrieben, man ist gut durchgekommen, aber es war jetzt nichts Spektakuläres Neues. Es ist nichts passiert, was einen irgendwie total tiefen erschrocken hat. Also das fand ich wirklich so ein bisschen, wo ich dachte, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Die Charaktere sind soweit, denke ich, vom Anfang schon sehr gut. Man muss hier natürlich mal abwarten, wie das durch die Trilogie jetzt einfach noch wird, wie die Charaktere zueinander finden, wie sie sich vielleicht auch gegenseitig ausspielen. Das muss man einfach mal abwarten. Es ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich gerne weiterlesen möchte. Ich möchte auch weiterhin mir die Serie anschauen. Ich habe alle anderen Folgen seitdem auch aufgenommen. Man merkt aber schon anhand der drei Folgen, die ich gesehen habe und jetzt das Buch im Grunde kenne, merkt man schon, dass verschiedene Geschichtshandlungen einfach anders sind. Das geht schon los, dass bei in der Serie Clarks Mutter überlebt hat,
und sich da wieder was anderes dann, also wieder was aushebelt sozusagen. Also man merkt schon, es ist ein bisschen was anders. Man muss es wirklich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen unabhängiger voneinander sehen. Aber ich bin da jetzt einfach danach auf die Serie gespannt und wann es dann mit dem zweiten Teil weitergeht. Und ja, es hat schon Spaß gemacht. Es war mal wieder schön, sowas zu lesen. Aber so ein bisschen das Neue, das Actionreiche, die Spannung, das hat wirklich leider ein bisschen gefehlt. Und das nächste Buch in diesem Monat ist von Mitch Albom, Der Stundenzähler. Es geht uns doch irgendwie allen so. Wenn wir in der Arbeit oder in der Schule sitzen, möchten wir, dass die Zeit so schnell wie möglich vergeht. Genießen wir einen schönen Augenblick oder, ja, bei manchen vielleicht auch, hängt das Leben dran, möchten wir, dass die Zeit ganz, ganz langsam vergeht. Diese Geschichte von Mitch Albom umfasst, ja, das Thema Zeit. Denn wir treffen genau auf zwei unterschiedliche Charaktere, die eben einmal kaum mehr Zeit haben, weil er ein sehr kranker Mensch ist. Und sie unbedingt ein Date mit einem Mitschüler haben möchte und natürlich hofft, dass die Zeit bis dahin vergeht. Und um das ein bisschen abzurunden, treffen wir auf den Erfinder der Zeit, der angefangen hat, irgendwann vor 1000 Jahren Monde zu zählen, Sonnenaufgänge zu zählen, wann die Nacht rum ist, das alles in Stunden gefasst hat und natürlich in Tage und in Wochen und Monate. Und so im Grunde die Zeit erfunden hat, besser gesagt Vater Zeit, der hier vor eine schwierige Prüfung gestellt wird, denn die Erfindung, die er ja gemacht hat, macht uns nicht alle wirklich glücklich. Und das umfasst dieses Buch. Es ist ein unglaublich toller Schreibstil gewesen. Sehr bildreich, sehr, ja, berührend. Es ist wirklich mit Tiefgang reingegangen. Mir hat das Stil von Mitch Albom unglaublich gut gefallen. Es war wirklich lebendig. Man konnte da gut hineinfühlen. Auch diesen Perspektivwechsel, der ja im Grunde drei unterschiedlichen Charaktere, hat mir viel, viel Spaß gemacht zu lesen. Es war wirklich ein, ja, auch Wortgenuss. Es waren wunderbare Wortwendungen, ganz tolle Dialoge, wunderbare Sätze hierin, die mir wirklich ganz, ganz viel Lesespaß bereitet haben. Und es ist nicht ein ganz leichter Stoff. Man muss hier wirklich ein bisschen sich mit reindenken. Man überfliegt auch die Seiten nicht einfach so. Aber das ist dieses Buch absolut wert. Und ich glaube, es war nicht mein letztes Buch von Mitch Albom. Denn ich glaube, er hat ja schon 4 oder 5 Bücher ja, weitergeschrieben. Nicht über die gleiche Handlung, aber ich glaube gerade, dass das auch hier hinten empfohlen wird. Dienstags bei Mori klingt auf jeden Fall mega spannend und ich denke, da werdet ihr auf jeden Fall noch mehr von mir hören. Und das nächste Buch, was ich gelesen habe, war Lulea und ihre Vertrauten von Felicitas Montforts, das ich als E-Book von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wir sind hier in einer magischen Welt und verfolgen die kleine Hexe Lulea, beziehungsweise wie sie eine vollständige Hexe werden möchte, denn sie braucht dazu noch ein Tier, was ihren Vertrauten darstellen soll oder ja, ihr Vertrauter wird. Und jede Hexe braucht einen Vertrauten. Das ist meine Katze, es kann eine Eule sein, eine Spinne sein, eine Schlange sein. Eigentlich alles, was auf unserer Erde als Tier umherläuft, ist hier möglich. Und Lulea merkt bis zum 13. Geburtstag, Mensch, mir fehlt mein Vertrauter. Und sie geht so mit einer leichten Frustration in die Schule, trifft dort dann auf der Suche, weil sie etwas verloren hat, auf eine kleine Fee und begibt sich dann auf eine Reise, wie sie wieder zurück nach Hause kommt. Und natürlich nach wie vor auf der Suche nach ihrem Vertrauten ist. Eine unglaublich bildhafte, fantastische Geschichte. Ein wunderschönes Kinderbuch, das auch mich ja mit über 30 noch begeistert hat. Ich habe 5, 6 Seiten gelesen, war sofort wieder Kind, habe wirklich mir diese Szene alles wunderbar vorstellen können. Es ist sehr bildhaft, sehr fantasievoll, sehr farbig beschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich anders sagen soll. Man hatte wirklich das Gefühl, man ist mit der rot gelockten Lulea unterwegs. Sie lebt mit Mama und Oma zusammen und irgendwas gibt es noch, ja, Mysteriöses mit ihrem Vater. Und auch diese Reise, wo wir dann auf Kauze treffen, Feen treffen, auf eine Feenkönigin treffen, dann natürlich auch noch, ja, die ein oder andere magische, ja, Geschehnisse hier auf der Reise passiert. Wunderschön. Es hat leider nur 144 Seiten gehabt, was ich echt schade fand. Ich hätte unglaublich gern noch viel mehr gleich über Lulea erfahren, aber für ein Kinderbuch, was die Empfehlung ab 8 hat, war es natürlich perfekt. Ein Buch für alle, die tief im Herzen noch Kind sind oder gerne mal diese Art Bücher lesen und natürlich auch für alle die, die vielleicht schon Kinder haben, wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, was mir wirklich viel, viel Spaß gemacht hat und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band, der nächstes Jahr erscheinen wird.
Untot von Kirsty MacKay. Als Taschenbuch erschienen im Carlsen Verlag und kostet ja 8,99 Euro. Mein zweiter Zombie-Roman in diesem Monat. Ihr wisst vielleicht besser wie ich, ihr habt ja ein Kurzvideo sozusagen nach dem anderen gesehen. Um was geht's hier? Es geht um Jugendliche auf einer Ferienfahrt in Skilager, oder ich glaube, sie sind auf der Rückfahrt, die an der Raststätte Pause machen und irgendwas Komisches geht davor. Vier Jugendliche bleiben übrig und merken, diese anderen Menschen, anderen Schüler, Lehrer, auch die Angestellten in dem Restaurant verwandeln sich zu Zombies. Und wir sind einer Zombie-Apokalypse sehr, sehr nah. Sie sind dann im Grunde auf der Flucht, suchen im Grunde nach einer Stadt, nach einem Ort, an dem noch alles normal ist, verstehen noch nicht, wie es dazu kommen konnte, was der Auslöser ist, rätseln, gehen auch nochmal alle Details so durch, die allen vielen einfällt. Es sind vier Jugendliche, die unterschiedlicher nicht sein können. Bobby, die gerade wegen ihrer Mutter nach dem Tod ihres Vaters wieder umgezogen ist nach England. Wir haben Smitty, der so ein bisschen Rebell, ein cooler Typ. Wir haben Alice, eine Schickimicki-Mädchen, das dann nicht mehr aus dem Bus aussteigen möchte. Und wir haben Pete, ein Albino-Junge, der ein bisschen nerdig ist und eigentlich von seinen Mitschülern nicht wirklich gemocht wird. Diese Vierertruppe macht sich also auf den Weg, um eine Lösung für die Zombie-Apokalypse zu finden. Und dieser Weg ist unglaublich lustig, er ist unglaublich sarkastisch, mit schwarzem Humor gepickt, in einer doch sehr derben Jugendsprache an mancher Stelle, wie ich fand. Es ist schon sehr, sehr jugendlich, was aber nicht schlimm war. Also es hat mich unglaublich gut unterhalten, ich habe teilweise stellenweise wirklich losgelacht. Ich habe mich unglaublich gut amüsiert, ich mochte Smitty und Bobby wirklich unglaublich gerne, auch wie die miteinander so gesprochen haben und sehr, sehr humorvoll. Ich fand die Zombie-Beschreibung cool, ich fand auch so die Idee, wie es dazu kam, dann ganz gelungen. Was ich nicht ganz so toll fand, war so ein bisschen die Wendung zum Ende, wo es dann im Grunde zu der Lösung geht und dann auch der Cliffhanger. Also es gibt da ja einen zweiten Teil zu Untot. Ich weiß nicht, ob man, das wirkte für mich sehr gestellt und gekünstelt und gewollt. Und das war so ein bisschen, wo ich dachte, eigentlich war die Geschichte da noch nicht zu Ende. Aber so ist es halt mit Cliffhangern. Aber ich fand es nicht wirklich gut gewählt. Gerade auch die Wendung ist so für mich ein bisschen der Punkt, wo ich jetzt eben überlege, lese ich weiter? Möchte ich den zweiten Teil lesen? Weil ich sage, wo geht es jetzt noch hin? Also ich habe halt mir eine ganz andere Story sozusagen dahinter erwartet. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel gelacht. Ich fand die Sprüche der Vieren unglaublich lustig. Ich fand auch so die Charaktere, die immer mal noch dazwischen aufgetaucht sind, sehr passend, sehr, sehr realitätsnah. Weil ich glaube, bei so einer Zombie-Apokalypse würden wir uns wahrscheinlich auch so verhalten. Man kann dem wahrscheinlich nur mit Sarkasmus und schwarzem Humor trotzen. Fand ich sehr, sehr gut. Also es hat mir viel Spaß gemacht, es hat mir viel Freude bereitet, dieses Zombie-Büchlein sozusagen zu lesen. Wer vielleicht wirklich Zombie-Anfänger ist, so wie ich, der wird da auf jeden Fall seinen Spaß haben. Vielleicht kennt ja der ein oder andere auch noch einen guten Zombie-Roman, wenn ich schon mal in dem Thema drin bin, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Fand ich gelungen, bis auf so ein bisschen das Ende, das nicht so ganz mich persönlich überzeugt hat. Und dann sind wir bei einem Rezi-Exemplar vom Heine Verlag, welches mir netterweise zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar Die Brücke von Monika Byrne. Irgendwie so. Ein Buch, das ich das erste Mal bei der lieben Chrissy von Chrissys kleine Welt gesehen habe. Ich glaube, es müsste ein Neuzugänge-Video gewesen sein. Und es klang nach wunderbarer Science-Fiction, denn wir sind hier wirklich sehr, sehr in der Zukunft. Ja, ist ja gut. Sehr, sehr in der Zukunft. Und irgendwie haben sich auch die Länder verschoben, was gerade zu Asien betrifft und nach Afrika. Und da gibt es eben einen Transit, wo man eben, also einen Trail nennt sich der, das ist sozusagen die Brücke, der eben diese Kontinente miteinander verbindet und alles so ein bisschen sagenumwoben. Nein, es ist nämlich eine düstere Science-Fiction-Geschichte, gar nichts mit Fantasy. Und wir haben hier zwei unterschiedliche Blickwinkel. Einmal Mena, die in Indien lebt, im zukünftigen Indien,
die irgendwie auf der Flucht ist, wir lange nicht wissen, warum sie auf der Flucht ist und dort unterschiedlichen Menschen begegnet und wir da erfahren so ein bisschen, wie diese sozialen Netzwerke funktionieren, dass die halt irgendwie über den Kopf kreisen, mal den Status herausfindet und wirklich mit allem irgendwie vernetzt ist, man das zwar auch irgendwie ausschalten kann, das aber die wenigsten tun. Und sie möchte eben auf diesen Trail, der eben Indien und Afrika irgendwie verbindet. Und ja, es dauert recht lang, bis man so ein bisschen erfährt, warum und weshalb und wer hinter ihr her ist. Die zweite Perspektive ist Mariana. Es ist ein junges Mädchen, die scheinbar irgendwie in der Sklaverei am Anfang gelebt hat. Das erfährt man nicht so richtig, fand ich. Und die irgendwann nach Hause zurückkehrt und dort ja so erschrickt, dass sie im Grunde flieht von zu Hause. Und dann eben mitreisen möchte nach Äthiopien, da eben Händler findet, die ja, nach Äthiopien reisen und sie dann auch mitnehmen, weil sie so einen guten Tag im Grunde haben. Und diese beiden Perspektiven, die ganz unterschiedlich sind, lernen wir so ein bisschen kennen. Mit Mena konnte ich persönlich nicht so viel anfangen, die war mir manchmal too much. Also es war mir teilweise zu gestellt, manchmal zu, ja, einfach zu viel. Die war irgendwie auf der Flucht, man wusste nicht warum, wie sie sich verhalten hat, dass sie auch manchmal so naiv losgerannt ist. Ich weiß nicht, ich konnte mit ihr nicht so viel. Da ging es mit Mariana um einiges besser. Es war ein junges Mädel, das einen irgendwie sofort ja, so ein bisschen in Besitz genommen hat, die einen so ein bisschen ja irgendwie auch berührt hat, mit der man sich sofort zugehörig gefühlt hat, weil die auch einfach so das gleiche Verständnis hat, wie man selbst von Gut und Böse und Recht und Unrecht. Und da war natürlich dieses Lesen dieser Perspektive viel, viel spannender. Mir hat auch ganz gut gefallen diese Ich-Erzählung, wie das rübergekommen ist von den beiden, dass man auch immer den Eindruck hatte, man ist im Grunde live dabei, was ich sehr gerne mag, was ja auch gerade bei Dystopien zum Beispiel ja immer so oder ziemlich häufig so verwendet wird. Und man hat hier schon sehr viel Science-Fiction. Allerdings habe ich auch durch den Klappentext eigentlich viel mehr davon erwartet. Also ich habe mir wirklich ein düsteres Zukunftsszenario gewünscht, und dass man dann eben diese Konflikte, die es geben kann, die so im Ansatz hier erzählt wurden, einfach vertieft. Es war halt doch eher eine Fluchtbekleidung, eigentlich beider Mädchen, aus unterschiedlichen Gründen, die nicht so ganz rund für mich waren. Man stocherte sehr lange in Nebeln, es gab viele Metaphern, was man im Nachhinein viel besser spürt, dass das schon irgendwie einen Sinn hatte. Und mit der Wendung, die es dann so ja gegen Ende gab, also es war schon okay. Es war jetzt aber gar nicht das, was ich erwartet habe. Ich kann auch nicht mehr so recht sagen, was mich so erwartet hat. Ich fand, der Klappentext hat gar nicht zur Geschichte gepasst. Und ja, es war nicht wirklich das bahnbrechende Buch. Es war gut, ich habe es gut weggelesen und es hat mich auch gut unterhalten. Es war auch schon spannend, aber dieses ständige in Nebel stochern war jetzt nicht so meins. Also ein gutes Buch, aber jetzt kein Must-Read oder Must-Have und leider, ja, leider. Und weiter geht's mit einem sehr fantasiereichen Buch. Und zwar Nimmerherz Teil 1, Roter Schnee wird fallen von Erik Kellen. Ich vermute mal, man spricht es deutsch aus. Das wurde mir liebenswürdigerweise von Erik zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich bin auf das Buch aufmerksam geworden über die Facebook-Gruppe und habe mich dann total darauf gefreut, als ich das EPUB-Format von Erik bekommen habe und lesen konnte. Denn dieses Fantasy-Buch hat mich wirklich direkt angesprochen. Ich fand den Klappentext toll und ich habe dann sogar entdeckt, dass ich von Erik sogar ein Buch schon auf der Wunschliste habe, diesen Gezeitenzauber. Aber ich glaube, immer schon das Problem hatte, ja, dass es eben nur EPUBs gibt. Aber ja, okay, vielleicht muss ich mir doch einen Kindle zulegen. Um was geht es in Nimmerherz? Also es ist der Auftakt einer Reihe, ich denke einer Trilogie. Und wir sind hier in einer Welt mit vielen Königreichen. Und wir treffen auf Asha und auch auf Rebenna, die jeweils die Thronfolge, glaube ich, war Rebenna die Thronfolge, auf jeden Fall Prinz und Prinzessin sind von unterschiedlichen Königreichen. Keine Sorge, es hat nichts mit diesen typischen Königs- und Prinzessinnen-Geschichten zu tun, wie es vielleicht aktuell so ein bisschen im Trend ist, denn das ist wirklich High Fantasy vom Feinsten. Es ist eine total wunderschöne, gelungene, bildreiche Fantasy-Geschichte mit einer tollen Welt, mit einer tollen Idee, ganz, ganz tollen Charakteren.
Asha merkt, dass sein Vater, der König, irgendwie nicht so ganz das tut, was man sich vorstellt. Es passiert auch was, wie er auf der Suche ist nach seinem Seelentier und man spürt so, da brodelt was in Asha. Und er flüchtet, zerbricht im Grunde die Beziehung zu seinem Vater, flüchtet ins Nachbarkönigreich zu seiner Tante und auch Rebenna, die so, ja, die Abenteuerlustige ist, die Freche ist, die möchte lieber, ja tauchen gehen und wandern gehen und, ja, sie möchte eigentlich der Etikette entfliehen, mag diese hübschen Kleider gar nicht. Und auch bei ihr ist es so, dass sie jetzt auch noch verheiratet werden soll und sich dagegen wehrt und dann auch noch so einen falschen Prinzen über den Weg läuft. Und also, man merkt ganz schnell, dass man tiefe Charaktere hat, die einfach, wie wenn sie echt sind, total Tiefgang haben, ja, einfach da sind, verständlich sind und man hat wirklich das Gefühl, man ist lebendig in dieser Welt. Und bei beiden bricht so ein bisschen das Chaos in ihren Königreichen aus, gerade als Asha da mit seiner Schwester flieht. Und beide Perspektiven erleben wir. Wir erleben aber auch Zeiten, wo beide zusammen sind. Denn ja, es passiert so ein bisschen was mit den beiden. Und als dann aber etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, beginnt die Legende um Asha zu wachsen. Und ja, aber mehr möchte ich gar nicht zur Geschichte verraten. Es war pures Fantasy-Vergnügen. Was mir unglaublich gut gefallen hat, war, dass Zitate gewählt wurden am Anfang der Kapitel, eben aus Geschichten und Lieder aus dieser Welt, was ich total toll fand. Das hat mir viel Spaß gemacht, immer so das auch mal 2-3 Mal zu lesen, weil es waren wunderschöne Dinge dabei. Auch Roter Schnee wird fallen hat auf jeden Fall eine Bedeutung, aber die verraten wir natürlich noch nicht. Es gibt fantastische Wesen, diese Roar. Das waren Wesen, die fand ich ganz, ganz toll und greifbar. Und die waren so fantastisch und mystisch und haben mir gut gefallen. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass es viele Geschichten in der Geschichte gab und das alles so rund gemacht hat und das so pompös gemacht hat und episch und groß. Und das war wirklich ganz, ganz tolles Bücherkino. Und ich fand die Geschichte auch zu keiner Zeit irgendwie langweilig oder schon irgendwie 1000 Mal erzählt. Es ist natürlich nichts total Neues, aber es hat sich lebendig angefühlt. Man war in Bewegung, man hat was erlebt, man war ganz tief bei den Charakteren drin und es war einfach ganz, ganz toll. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich freue mich total auf den zweiten Band. Und Erik, ich hoffe, er kommt bald. Und ein ganz, ganz, ganz tolles Fantasy. Und dann wohl, mit Vermutung, dass es das letzte komplett gelesene Buch jetzt im August sein wird, von Lauren Kate Waterfall, erschienen im CBT Verlag. Jetzt im August ist der abschließende Roman, der Teardrop Waterfall Saga. Es hat mich ein bisschen irritiert, dass es nur 2 Teile geben wird, dass das wohl schon der Abschluss ist. Ich dachte auch hier, dass es eine Trilogie wird. Ich habe das Buch jetzt gelesen. Ich habe Teardrop wirklich als sehr, sehr gelungen empfunden. Mir hat die Geschichte um Eureka, ein Mädchen, das nicht weinen darf, sehr gut gefallen. Das Mädchen, man kann jetzt nicht so viel zur Fortsetzung verraten, weil dann würde ich ja den ersten Teil spoilern. Eureka verliert ihre Mutter und hat bereits vorher im Grunde gelernt von ihr, sie darf nicht weinen, denn dann passiert etwas Schlimmes. Eureka lebt dann bei ihrem Vater, der bereits neu geheiratet hat und neue Kinder hat, ein Zwillingspärchen, ganz, ganz niedlich. Ich mag beide, Claire und William, unglaublich gerne. Sie hat einen guten Freund, das ist Brooks, und eine beste Freundin, die Cat heißt. Und sie lernt Anda kennen und auch so ein bisschen verliebt sie sich in ihn und ihn umgibt irgendetwas. Und sie erfährt, dass sie ein Tränenbrunnenmädchen ist. Das bedeutet, ihre Tränen überschwemmen die Welt und lassen eine andere Welt wieder auftauchen, nämlich Atlantis. Und Anda ist jemand, der das eigentlich verhindern soll, wenn da nicht seine Zuneigung zu Eureka wäre. Und in diesem zweiten Band schließen wir direkt an den ersten Band an. Es ist einiges im ersten Band passiert
Und mir hat jetzt hier der Abschluss sehr gut gefallen. Es hat einen Moment gedauert, bis ich in der Geschichte wieder drin war. Hatte mir vorher auch nur so ein bisschen meine eigene Zusammenfassung damals mal angeguckt. Was habe ich über den ersten gedacht? Habe in die letzten Seiten vom ersten auch nur so ein bisschen reingelesen. Das mache ich öfter bei Fortsetzungen. Und es hat einen Moment gedauert, bis man wieder drin war. Aber ich sage wirklich so, nach 20, 30 Seiten war ich wieder in dieser tollen Welt um Atlantis, um Eureka und Ander gefangen. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, war, dass es teilweise zu viele Geschichten wurden, die erzählt wurden. Man war manchmal einfach ein bisschen überfordert. Also es gab dann die Geschichte der Tratschhexen und die Geschichte von Atlas und dann kam auch noch diese ganze Urgroßmutter, Urerzmutter-Geschichte dazu. Also mir persönlich waren es teilweise zu viele Geschichten in der Geschichte, weil ich dann irgendwie manchmal auch den Überblick verloren hatte und dachte, wie kommen wir jetzt dahin? Und dann auch wirklich immer mal zurückgeblättert und gedacht, habe ich irgendwas verpasst? Das persönlich ist aber so, ja, so zwei, drei Mal jetzt hier aufgetaucht, wo ich echt dachte, wie kommt jetzt diese Geschichte noch hinein? Es war ein sehr gelungenes Ende, auch wenn mir persönlich das Ende nicht ganz so gut gefallen hat. Ich habe es mir anders gewünscht für Eureka. Ich wäre in eine andere Richtung gegangen, kann aber verstehen, warum Lauren Kate dieses Ende geschrieben hat, gewählt hat, weil es schon mal etwas Besonderes ist, wie es geendet hat. Was ich damit sagen möchte, ist es auch sehr mutig von der Autorin, ähnlich wie bei Die Bestimmung von Veronica Roth, ein Ende zu wählen, das nicht Mainstream ist, wahrscheinlich nicht dieses typische Ende, wie man es ja doch aus vielen Büchern kennt. Die Welt um Atlantis und Eureka fand ich wieder toll, hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt wirklich die letzten, also nach den anfänglichen Schwierigkeiten heute, wirklich die letzten knapp 200 Seiten. Ich hatte, glaube ich, knapp die Hälfte, wo ich dann einfach, habe ich wirklich verschlungen. Es war heute nochmal sonnig, ich lag im Garten und habe es wirklich genossen. Und es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht und ich kann die beiden Bücher wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich doch tatsächlich noch ein weiteres Buch abgeschlossen im August. Ich hatte ja gar nicht dran geglaubt, habe ja das letzte Buch schon als letztes Buch im August betitelt, habe das aber tatsächlich dann noch am 31. Jahr nachmittags im Garten, da war es nochmal schön heiß, zu Ende gelesen. Und ja, es geht um Das Juwel, den ersten Teil, Die Gabe von Amy Ewing. Ich habe das Buch bei einer Leserunde von Lovely Books gewonnen und habe auch aktiv bis jetzt zumindest an der Leserunde teilgenommen. Werde jetzt das Endfazit dann natürlich noch schreiben und die Rezension. Ich muss sagen, ich war noch nie so zwiegespalten bei einem Buch wie hier. Denn ich muss sagen, das Cover, was ja doch ein bisschen mädchenhaft, selectionmäßig ist, entspricht überhaupt nicht was im Buche steht. In dem Buch geht es ja um Violet, um eine Welt mit 5 Kreisen, ein bisschen anmutend an die Distrikte von Panem. In der Mitte ist das Juwel, was sozusagen die Hauptstadt, die Adelsstadt ist. Und die Mädchen werden an dem Tag, wo sie zur Frau werden, im Grunde untersucht, ob sie ein gewisses Gen haben. Und dieses Gen verspricht, dass etwas ganz Besonderes an Fähigkeit sie haben. Das war, glaube ich, schlechtes Deutsch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Violet wurde auch ausgewählt, war dann jetzt 4 Jahre in einem Art Internat, wo diese Fähigkeit des Wachsens, des Veränderns, des Erblühens sozusagen geschult wurde und landet dann auf einer Versteigerung und wird ja im Grunde Adelsfamilien und reichen Kaufmannsleuten für das Austragen der Kinder verkauft. Denn die Adelsfamilien und Reichen dürfen im Grunde keine eigenen Kinder bekommen, da das eben einfach so nahe Menschen sind, dass das natürlich unterm Strich nichts Besonderes, vielleicht nichts Gesundes auch herausbringen könnte. Und Violet und auch ihre Freundin Raven sind nicht so recht überzeugt davon, dass sie zwar ein Leben irgendwie im Luxus führen werden, aber ihre Familien aufgeben müssen, ihre Freiheit. Und das ist eine sehr bedrückende Welt. Bei der Welt hatte ich... Violet landet am Ende bei der Herzogin, die eben auch ein Kind möchte, um dann zukünftig die Tochter sozusagen bekommen zu können, die sie dann mit dem Fürsten verheiraten kann, der eben im ähnlichen Alter ist und so ein Wettbewerb jetzt der neuen Adelsfamilien losstartet, wer denn den Fürstensohn sozusagen oder den zukünftigen Fürsten heiraten wird, wessen Kind. Mich hat die Geschichte oft an Panem erinnert. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ, aber ich hatte oft den Eindruck, wir haben hier eine etwas andere Kenntnis, man hat hier ein anderes Panem, man hat hier andere Hungerspiele, man hat hier
einfach anstelle Distrikt Kreise gewählt. Es gibt dann auch einen Charakter, Ash, der mich sehr an Finnick Odair erinnert hat, der ja aus Distrikt 4 kam. Ganz oft hatte ich diesen Eindruck, ich kenne diese Charaktere schon. Egal wie sie reagiert haben, das war mir manchmal zu ähnlich. Auch diese ganze Welt, es hat mich oft an Panem erinnert. Und ja, es ist in Ordnung, keine Dystopie ist komplett neu, logisch. Aber ich hatte hier schon sehr viel Gefühl, dass sich die Autorin an Panem hat inspirieren lassen zumindest. Ich fand es manchmal sehr, sehr ähnlich. Auch gibt es hier drin zum Beispiel einen Stylisten, der die Mädels fertig macht vor der Auktion. Der hat mich unglaublich an Cinna erinnert. Es gibt da drin so ein bisschen die ein oder andere verrückte Frau, die mich dann ein bisschen an Abby erinnert. Ja, das ist so schwierig. Ja, und ja, das fand ich, ja, es war, ja, ich fand es nicht so schön, dass es so viele Ähnlichkeiten hatte. Zudem ist dieses Buch teilweise einfach too much. Ich hatte ganz oft das Gefühl, dass man einfach viel Tragik, viel Schlimmes einfach erfindet, hineinbastelt, damit es irgendwie hart wird, gefährlich wird, und es hat einfach so gekünstelt gewirkt. Es war auch die Gefühle, ich wurde persönlich mit Violet nicht so richtig warm, obwohl sie ein guter Charakter schon war, weil sie schon für sich eigentlich einstehen wollte, aber es gab dann auch so eine Liebesgeschichte und die war so oberflächlich und schon am dritten Date wollen sie nicht mehr ohne einander sein und ach, das wirkte mir einfach wie zugewollt. Mir war das ganze Buch zugewollt, als wollte man eben einfach eine ganz schlimme Welt erfinden, die total unrealistisch war. Ja, es ist eine Dystopie, ja, es ist ein Roman, es muss nicht, es ist natürlich nicht echt, aber man muss doch das Gefühl haben, wie wenn hier das irgendwie möglich wäre. Und das Gefühl hatte ich leider überhaupt nicht bei Das Juwel, sondern ich hatte immer das Gefühl, auch wie die Menschen reagiert haben. Es gibt hier diese ganzen Herrscherfamilien leihen ihre Surrogate, das sind die Mädchen, die versteigert wurden, also Violet ist das, leihen die an oder mit Handschellen und die werden geschlagen und alle belächeln das nur und sprechen in der dritten Person davon und ich denke mir, so what, welcher Mensch ist so? Also ich meine, da kann ich noch so ein großes Arschloch sein, ich wüsste nicht, dass es Menschen gibt, die so mit anderen umgehen. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, es gab Kriege und Herrscher und wir hatten auch Sklaverei, da ist man mit den Menschen ja auch nicht zimperlich umgegangen. Ja, natürlich, ich bin da ganz dabei, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Ich fand, es wurde einfach absichtlich ganz schlimm erzählt, damit man dann eben so, ja, so den Funken irgendwie sprüht, wo ich dachte, also für mich war es sehr unrund. Es war spannend, man kam gut durch die Seiten durch, also ich habe die wirklich an zwei Nachmittagen gelesen. Es hat schon sich so ein bisschen Spannung aufgebaut, aber ich habe halt auch ganz oft den Kopf geschüttelt. Also es ist für mich persönlich ein mittelmäßiges Buch, was man als Dystopie nicht unbedingt lesen muss. Ich glaube auch nicht, dass ich weiterlesen werde, weil auch dann wirklich die Wendung am Ende, das ja, war irgendwie so, wo ich dachte, ja genau, jetzt auch noch so. Also ja, ich weiß nicht, ich wurde nicht so recht warm und ich finde es sehr schade, weil ich mir doch was versprochen habe von dem Buch. Und ja, das Cover ist natürlich toll, es ist ein absolutes Mädchencover, muss man echt sagen, mir ist es auch zu kitschig. Aber das Cover passt nicht, überhaupt nicht zur Geschichte, weil es gar nicht das widerspiegelt, was die Geschichte wiederbringt. Man erwartet hier anhand des Covers und auch des Klappentextes was ganz, ganz anderes. Also ein mittelmäßiges Buch, ja, was sehr abgekupfert von Panem wirkt und ja, das ist echt sehr schade. Frischere Ideen, frischere Charaktere hätten das einfach ein bisschen besser gemacht. So, ich hoffe, euch hat nun dieser Rückblick gefallen. Es war wirklich mal was ganz anderes. Ich werde das, denke ich, jetzt im September auch einfach mal anfangen und jetzt dann einfach mal so ein bisschen vielleicht auch auf eure Rückmeldung warten. Ja, ob ihr sagt, das und das könnte man vielleicht noch besser machen, anders machen oder gefällt es euch vielleicht doch besser, wenn man alles so nacheinander in die Kamera hält. Ich bin da ganz offen. Mir hat es schon Spaß gemacht. Ich fand es wirklich schön, so ziemlich nahe am nächsten Tag spätestens, ja, dieses Video zu machen. Und ja, ich hatte schon so das Gefühl, man verarbeitet es einfach ein bisschen anders. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch auf Schneiden sozusagen und bin da auch nochmal gespannt, wie sich das dann so anfühlt, so im Nachgang, was ja dann schon teilweise über 4 Wochen zurückliegt, sich nochmal anzugucken beim Schneiden. Also lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat, würde mich sehr, sehr interessieren. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.